Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich. Und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot im Markt. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Mai Tai. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Hill. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft II Wings of Liberty. So, wir haben jetzt Söldner, beziehungsweise wir haben das Angebot, Söldner zu bekommen. Warpicks sind schon mal angeheuert. 4 Elite Space Marines plus 65 Trefferpunkte, also Prozent, plus 35% Schaden. Söldnerquartier und Limit pro Mission 3. Aha, und Devil Dogs könnten wir jetzt anheuern für 25.000. Sind 2 Elite-Feuerfresser. Naja, die mag ich ja sowieso nicht so richtig. Ja, von daher 60% Trefferpunkt und 25% Schaden. Und 2 Trupps haben wir davon. Würde ich jetzt erstmal so weglassen, wa? Weil wir wollen ja auch noch ein bisschen upgraden hier im Arsenal. Und wir sind jetzt hier in der Bar. Ja, und fangen mal einfach an, hier alles uns anzugucken. Musik ist klar. Nachrichten. Nachrichten ist wichtig. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Natürlich sind wir dafür zuständig, ne? Dass der Zerg jetzt hier vermehrt, ne? Und so. So, dann gucken hier, was wir hier, was Teikus so zu dem Thema zu sagen hat. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich hab die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Na. Ha? Das weiß er doch nicht. Was können wir uns denn hier angucken? Achso, Gepasa. Alles klar. So, Marke. Dachte, das hätte ich auf Massara zurückgelassen. Wie zum... Taikas. Du kannst es einfach nicht lassen, was? Nee, er kann es einfach nicht lassen. Zergjäger. Jimmy, ich dachte mir, die würden dir gefallen. Sie sind die Siegestrophäe von einer Zergjagd vor ein paar Jahren. Vielleicht bringen sie dir Glück. Joe Reyes, Besitzerinhaber von Joe Reyes Bar, Marasara. Nee, Marasara, so. PS, den Fernseher schreibe ich dir auf den Deckel. Aha.
Alles klar, also haben wir hier auch noch unseren... Tut gut, mal Dampf abzulassen. So, Söldner war ja klar, wollen wir nicht machen. Arcade, hier kann man ein kleines Arcade-Spielchen spielen, wa? Vielleicht später. So, ich würde mal sagen, wir begeben uns in unser Arsenal und gucken mal, was wir upgraden können. Mal gucken, was der Kollege hier sagt. Halt mir nur diese Kolonisten aus meinem Arsenal fern. Die Katastrophe ist sonst vorprogrammiert. Ja, okay. Und Feuerfresser. Aha. Ja, dann wird hier nochmal schwerer Kampfanzug, bla bla, wird nochmal kurz erklärt. Aber die mag ich sowieso nicht so. So, jetzt gucken wir mal, was wir upgraden können. 1, 2 fix. So, Basis war immer noch hier der Bunker. So, Space Marines. Haben wir immer noch die Stimpacks und jetzt haben wir Kampfschild. Space Marines erhalten 10 zusätzliche Trefferpunkte. Ja, ist halt schwer zu sagen, wie viel sind jetzt 10 Trefferpunkte, ne? Was kostet das? 60.000. Und hier können wir noch... Für die Sanitäter heilen Ziele schneller und effizienter. Das finde ich ja fast noch besser. Allerdings kostet ja Spaß 105.000. Alter Schwede. Sanitäter heilen Ziele 25% schneller. Sanitäter verbrauchen 33% weniger Energie pro Heilung. Das ist natürlich äußerst günstig. Das werde ich mal nehmen. Und da haben wir noch 35.000 übrig. Ja, wir könnten halt die Söldner jetzt für 25, was das gekostet hat, noch holen. Mal gucken, in einer Schiffsmesse war klar. Labor ist leider noch nicht verfügbar. So, was hat denn Olle Horner zu sagen? Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Aha. So, und hier war El Doco. Ich habe schon viel von ihnen gehört, Commander. Ach ja. Die Liga hat sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Nee. Es scheint aber mehr in ihnen zu stecken, als man denkt. Oh ja. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird das mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Es steckt ja noch so viel in uns. So, ich muss sagen, Feuer. Aha. Ich überlege gerade, welcher der Planet war. Ich glaube, der war da. Monolith. Die Jungs von genau. Helios meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monolith gibt. Angeblich wird es von Protoss bewacht. Von Fanatikern, die sich Tal'Darim nennen. Jetzt werd aber nicht sentimental, weil du meinst, dass diese Tal'Darim deine alten Protoss-Kumpels sind. Das sind sie nämlich nicht. Nö, sind sie bestimmt nicht. Sind ja Gegner, wa? Protoss. So, und wir kriegen hier einen Marodeur. Marodeur, schwere Infanterie. Kann Booteinheiten angreifen. Na dann los, Feuer. Da ist es, Jimmy. Genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Ich weiß nicht. Verdammt viele Protoss da unten. Vielleicht sollten wir... Was zur... Warnung. Mehrere Zerg-Biosignaturen entdeckt. War ja klar. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung, aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Wir können schlecht 2 Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protoss rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protoss von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Aha, wenn 2 sich streiten. Okay, das scheint ja dann so ein kleiner Wettkampf zu werden.
Die Zerg greifen an, versuchen die Protoss zu überrennen und wir müssen im Prinzip die Ersten sein, die am Artefakt sind. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen. Mal gucken. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin, wa? Schwierigkeitsgrad normal. Sollte machbar sein. Gleich mal zur Erklärung. Ich hab irgendwie vergessen gehabt. 1, 2, 3, 4, 5 Feuer. 1, 2, 3. Hierin. Ich hatte irgendwie vergessen, das Spiel zu updaten. Beziehungsweise hab das irgendwie deaktiviert. Von daher hatte ich auch nicht das neueste Update drauf. Protoss-Relikt. Die Zerg sind gegenüber den Streitkräften der Protoss stark in der Überzahl. Es ist wahrscheinlich, dass die Protoss in Kürze besiegt sein werden. Okay. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu dem Artefakt vordringen, bevor die Zerg alles überrannt haben. Na, ich gehe jetzt erstmal zu dem Relikt da. Was passiert denn da? Bringt das? Protoss-Forschung. 1 von 4. Alles klar. So, wo haben wir denn? Haben wir schon Kaserne? Haben wir schon. Was haben wir da gebaut? Ein Techlabor? Ja, du Zick. Ich hab da was Neues für dich, Cowboy. Marodeure. Die neueste Errungenschaft in Sachen mächtiger Badabum. Bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist, Thorn. Ach was, eine bessere Zeit dafür gibt es nicht. Lass die Marodeure doch mal auf diese Hetzer los und guck dir an, was passiert. Ja, das machen wir doch gerade. Feuer frei, würde ich mal sagen. Bam, 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 bam. So, den hätt's hier gleich zerlegt. So, mein Protoss ist das. Ich will gerade mal schnell noch eine Kaserne bauen. Bei dem Protoss ist es so, die Dinger hier sind Wächter, das ist Taldariben. Die muss man zerstören, das sind so eine Energiedinger. Und wenn man die zerstört hat, dann sind die anderen Gebäude nicht mehr in der Lage, also ist wie Strom, sag ich jetzt mal. Mal lieber ein bisschen Abstand nehmen. Die Dinger machen nämlich ordentlich Schaden. So. Ja, das ist im Prinzip die Stromversorgung. Wenn man die ausgeschaltet hat, dann können die anderen Gebäude nicht mehr... Man sieht es doch, die schalten sich dann ab. Kann man denn hier locker, flockig alles putt machen. So, aber wir wollen ja hier noch ein Relikt holen. Das würde ich auf jeden Fall noch für die Forschung. Da müssen wir wahrscheinlich eh mal so außen rum machen. Ich werde hier erstmal kurz pausieren. So, der hat die Kaserne fertiggestellt. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Depots. Jede Menge Depots. 1, 2, 3, 4. Hier sind die Arbeiter drin. Also man kriegt jetzt hier auch direkt angezeigt, dadurch, dass ich jetzt geupdatet habe, dass hier Arbeiter 5 von 24 hier in den Dingern arbeiten und dass hier im in der Raffinerie 3 Arbeiter, 3 von 3 drin sind. Halt äußerst praktisch. Weil man dann halt sieht, so hier brauche ich auf jeden Fall, ich muss kurz Reaktor bauen, weil man dann halt sieht, ob alle Einheiten, ja. So, wir brauchen auf jeden Fall noch 2, ja, ein paar Sanitäter. Was, abmarschbereit? Wer ist denn hier abmarschbereit? Genau, man sieht es hier auf der Karte und da kommen schon die ersten Kollegen an und das ist im Prinzip, wie gesagt, ein Wettrennen. Die kommen hier oben drüber. Irgendwie. Irgendwo. Halt. Na, ist los hier. So. Ich weiß nicht, ob das schon reicht mit meinen Einheiten. So, Erweiterung fertiggestellt. Das ist sehr günstig.
schleift halt ein bisschen mit den... mit den Einheiten. Der Vorteil ist natürlich von den Space Marines, dass die auch Lufteinheiten angreifen können. So, wir gucken, wir dringen hier einfach mal vor. Ist das hier was? Nee. Und gucken mal, ob wir hier irgendwie schon was bestellen können. Ach, herrje. Na, ich muss da eh mal rum, wa? Hilft ja alles nicht. So, wir greifen mal das Ding da an. Da werden wir zwar ordentlich auf die Fresse kriegen, weil die Dinger einfach derbe Schaden machen. So. So, immer rum hier. Da müssten wir das ja irgendwie kriegen, wa? So, hier sind auch wieder so eine Dinger. Alter Schwede, machen die Schaden. Oh, Moment mal, die sind ja dann doch ein bisschen heftig. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch Verstärkung. Das ist ja... ja, die sind ja nicht ohne. So, dann braucht man natürlich auch einen... haben wir denn eigentlich hier so ein Maschinendepot? Haben wir nicht. Aber wir haben hier Warpicks. Allerdings brauchen wir dafür 250 Dinger. Also erstmal brauchen wir einen Maschinendock. Damit wir upgraden können. So, und hier sieht man schon die Problematik, ne? Hier hinten stehen halt die Energiezellen, sag ich jetzt mal, und hier vorne stehen die Gefechtstürme. Sprich, wir kommen da nicht ran. Wir müssen halt mit den Gefechtstürmen erstmal zurechtkommen. So ein bisschen Micromanagement machen hier, wa? Dass wir nicht unbedingt Einheiten verlieren. So, mehr ist hier nicht. Okay, dann können sie hier den Rest zerstören. Zap. Das ist nicht so gut. Na gut, die greifen bloß ein paar Dinger an. Depots, das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ich will aber erstmal... auch wenn sie das jetzt kaputt gemacht haben. Man geht ja jetzt richtig zur Sache, wa? Muss man ein bisschen aufpassen. Na gut, der eine wird das hier nie packen, wa? Ja, ist egal. So, kommt mal ran, Jungs. Mal lieber woanders hinstellen, die Kollegen. So. Okay. So, jetzt brauchen wir unser WBF hier wieder. Das muss... der muss erstmal noch ein Versorgungsdepot bauen. Ist er damit fertig? Ja, sehr schön. Und dann können wir upgraden, wenn wir dann hier noch Punkte haben. Aber wir müssen erstmal Einheiten pumpen. Ja. Wie weit sind die da schon vorgedrungen? Naja, ganz schön. Könnte knapp werden. Schmerz was nach.
soll ich ballern, Sir? Gut, wir können ja schon mal weiter vordringen. Sollte ja eigentlich machbar sein. Weil, wie gesagt, ein bisschen auf Zack müssen wir jetzt schon sein. Hey, Jimmy. Du wirst deine Basis doch wohl nicht vollkommen unbewacht lassen, oder? So, kriegen wir die von hier aus angegriffen? Sehr schön. So, erstmal kurz heilen. Und dann nehmen wir uns den vor. Ja, wenn der Sunny auf die Fresse kriegt, ist nicht so gut. So. So, erstmal lieber upgraden. Ich glaube, das ist erstmal wichtiger. 100 und 100, das passt. So, und den Rest pumpen wir in Einheiten drin. Nicht genügend Mineralien. Ja. Roger. In Ordnung. Muss mich auch ein bisschen umgucken. Nicht, dass wir hier die Protoss, Relikte verpassen. Was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Ach, da kommen wir schon zum... Ah, okay, da kommen wir schon zum Relikt. Also denke mal, wird hier unten... Ja, da ist noch eins. Die Dinger machen jetzt schon viel Schaden, oder? Da geht auf jeden Fall immer eine Einheit mit drauf, war. So, das hätten wir auch. Das Relikt, jetzt fehlt uns bloß noch eins. Jetzt ist natürlich die Frage, wo das rumgeistert. So, jetzt wollen wir mal hier gucken, ob wir hier irgendwie... So, wir ziehen uns mal die Einheiten hier raus. So, erstmal heilen. Ja, die machen gut Damage, muss ich sagen. Das ist ziemlich uncool. So, erstmal auf den Wächter rauf. Zap, zap, Energiequelle. Ja, komm mal mit. Versuchen wir den Wächter zu eliminieren. Vielleicht geht das Ding damit aus. Jawohl, wunderbar. Hier ist noch so ein Ding. Wie gesagt, bei den Protoss muss man halt erstmal die Dinger kaputt schießen. Dann hat man eigentlich relativ Ruhe. So, jetzt ziehen wir uns mal ein Stück zurück hier. Jetzt kommen dann nämlich noch Einheiten. So, aber ich suche immer noch das vierte Protoss. Dingsbums. So, das Ding ist auch noch aktiv. So, ziehen wir. Irgendwie haut jemand den hin.
So. Durchgeladen und entsichert. Worauf soll ich ballern, Sir? Und wie es aussieht, sind wir ein bisschen im Vorsprung, wenn man mal auf die Minimap guckt. Was den Vorsprung gegenüber den Zerg angeht. So, dann warten wir mal kurz auf unsere Einheiten hier, die hier nachrücken. Da sind sie auch schon. So, und dann können wir eigentlich erstmal hier gucken. Aber... wir gucken mal hier. Aha, da ist das letzte Relikt. Wunderbar. Weil wenn der Relikt jetzt schon alle da mitnehmen war. So, dann pumpen wir eben mal hier noch ein bisschen Einheiten. Irgendwie hat der das hier gerade verstellt. Meine... So, ihr sammelt mal ein und ich pumpe weiter Einheiten. So, Bonus-Heal erfüllt. Was? Ja, kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum. So, die ziehen wir wieder schön mit. Okay, die lassen sich nicht ziehen. So, gucken wir mal kurz in die... ist hier irgendwas? Kommen die klar? Sieht nicht so aus, wa? Ja, der Doktor kann muss nicht kämpfen, das ist ein Problem. Kann jetzt nicht zurück. Scheiße. Wie nervig ist das denn, bitteschön? Ich will jetzt hier nicht mit der Hälfte der... So, jetzt hier aber Action. Jetzt schaffen die nicht. Alter, hört auf zu spinnen, Junge. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück, oder was? Wegen dem paar Pupsdingern hier, oder was? So ein Scherz. Das hält jetzt natürlich auf, ne? Ja, der... worauf soll ich ballern, Sir? Das hält jetzt auf. Durchgeladen und so, dann werden wir das hier mal ein bisschen anders gestalten. Das kann nie sein. So, der kann hier erstmal ordentlich reparieren. Komm, gleich ran da. Bevor die ganze Scheiße in Luft fliegt. Der kann weiter abbauen. So. Was haben wir? Wir haben so wenig Dinger. Aber noch sind die Zerg hier weit entfernt, also das passt schon. Könnt jetzt natürlich hier noch zwei Bunker bauen und da jeweils vier Einheiten drin stellen. Das ist vielleicht ja nicht mal so doof, die Idee. Kostet ja bloß 100, der Bunker. Werden wir mal lieber machen. Dann werden wir uns ein paar Einheiten bauen. Mir denn doch lieber. So, wie sieht's hier aus? Upgraded sind sie alle. Durchgeladen und entsichert. Worauf soll ich ballern, Sir? So, gleich noch einen.
besetzen wir die. Und dann passt das hoffentlich. So, alles repariert. Hier hinten war da auch noch was kaputt, oder? Ne? Gut, dann kannst du weiter abbauen. Ja, ja, nicht kriegen bei Mineralien. Mineralien. Ja, das schaffen wir auch so. So, mach fertig da. Jawohl. So. 124, können wir gleich noch 2 nachmachen. Zapp. Brauchen wir gleich noch einen, so. So, die Konfetti-Armee reicht hier, was wir hier haben. Können wir eigentlich schon mal wieder zum Ausgangspunkt, wo wir eigentlich waren. Das war hier. Ist natürlich die Frage, was wir jetzt bei dem Artefakt noch groß veranstalten müssen, ne? Das ist ja auch noch nicht raus. Da jetzt groß, ne? So, 3-3 reicht. Wir haben ja schon viele Sunnys, sehe ich gerade. Mal gucken, ob das reicht. Hier sind auf jeden Fall erstmal keine Feinde mehr. Uah, was ist das? Ach du Scheiße. Oh, 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 wer sind denn die Dicken da? Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Wie weit kriegt man die rausgezogen? Oh, 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 ich geh mal schon Einheiten nachbauen. Ach du Scheiße, was sind das für Typen, Alter? Oh, wir haben die Sunnys, oh, die machen einen guten Job. Nur noch 2, wa? Ne, einer. Ja, die Sunnys sind gut. So. Unser. Sind jetzt unser? Ein paar Leute runtergeschickt, um das Artefakt abzuholen. Wir haben, was wir wollten. Jetzt nichts wie raus hier. Ich hatte ganz vergessen, wie einfallsreich du sein kannst, Jim. Sei dir sicher, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Kerrigan. So, Erfolg errungen. Jetzt klappt das hier auch mit den Erfolgen, ja, wie man sieht. So, das haben wir erfüllt. Was hätten wir denn noch machen müssen? Schließen Sie, wenn zwei sich streiten, auf normal ab, ohne eine Einheit an einen Steinwächter zu verlieren. Ja, nee, ist klar. Verstehe schon. So, getötete Proteus 49, getötete Zerg 23, Gesamtanzahl 71. 28 Einheiten verloren. An Steinwächter verlorene Einheiten einer. Nö, toll. Naja. Das ist ja nicht so wichtig, war hier die Erfolge. Das ist ja Pipifax. So, 110.000 haben wir dafür gekriegt. Und 22 Minuten und 5 Sekunden. Ja, gut. Okay, haben wir geschafft, war. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Mission wieder. Also von daher, bis denn.